Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Sedisvakantist. Wir haben heute den 20. September 2017. Ich habe heute eine Pressemitteilung geschrieben, Kirche, Papst und Klimawandel. Anlass sind verschiedene Meldungen über Äußerungen von dem sogenannten Papst Franziskus dem I. Und zwar, dass dieser Franziskus diejenigen, die nicht an den Klimawandel glauben, beschuldigt hat, dumm, stur und blind zu sein. So heißt es zum Beispiel bei Radio Vatikan, man müsse schon dumm und stur sein, um den Klimawandel zu leugnen. Und zu derselben Sache meldet Merkur.de, ihm, also Franziskus, komme ein Satz aus dem Alten Testament in den Sinn, in dem der Mensch als dumm, stur und blind beschrieben werde. Und wie Radio am Vatikan dann auch meldet, heißt es, laut Jorge, also laut Franziskus dem I., wer den Klimawandel leugne, soll bitte zu den Wissenschaftlern gehen und sich bei ihnen informieren. Die reden sehr klar und präzise. Die Fakten legen deutlich vor aller Augen. Nun ja, also hören wir erstmal ein Zitat eines Wissenschaftlers. Und zwar aus dem Artikel Winter AD, nie wieder Schnee, vom 1. April, schönes Datum, 1. April 2000 bei Spiegel.de. Winter mit starkem Frost und viel Schnee wie noch vor 20 Jahren wird es in unseren Breiten nicht mehr geben, sagt der Wissenschaftler Mohib Latif vom Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie. Nun gut. Etwa 17 Jahre später, am 9.01.2017, war bei wetter.de zu lesen, der Winter lässt große Teile Europas weiter in Schnee und Eis erstarren. Und Schnee- und Regenfront zieht nach Deutschland. Es wird wieder glatt. So, also dieser Wissenschaftler Latif hatte erzählt, dass es so kalte Winter wie vor 20 Jahren, das war 2000, also etwa um 1980, nicht mehr geben würde. Nun gut, im Jahr 2006 war bei wetteronline.de zu lesen, der Winter 2005-2006 war einer der strengsten der letzten Jahrzehnte. Er dauerte außerdem ungewöhnlich lange bis um den kalendarischen Frühlingsanfang und begann bereits sehr früh mit Schneefällen Ende November. Erinnerungen an 1963 und 1978-79 wurden wach, um nur zwei Beispiele zu nennen. Also, genau solche kalten Winter, die es nicht mehr geben dürfte seit 2000 oder nach 2000. Genau solche Winter gab es doch wenigstens im Jahr 2006. Und wenn Jorge, also Franziskus, erzählt, die Fakten würden vor aller Augen liegen, nun, dann sollen wir doch selber nach draußen schauen, wie eben der Winter war. Oder wie jetzt der August 2017 und der September 2017 verlaufen sind. Das ist vor aller Augen wenigstens hier in Deutschland. Und da kann man sich ja wirklich fragen, ob das so viel wärmer oder gar heißer ist, als das, was wir in den Vorjahren erlebt haben. Nun gut, ich will jetzt nicht auf alles eingehen, was ich in der Pressemitteilung da geschrieben habe, aber eines scheint mir noch besonders wichtig zu sein, und zwar geht es um die Auswüchse bei der sogenannten Klimarettung. Zum Beispiel der Konzerngigant Unilever, der auch Lebensmittel vertreibt, oder Sachen, die man jeweils essen kann, irgendwie. Der hat eine Seite Klimataria, so in Anlehnung an Vegetarier.
der Vegetarier verzichtet zum Schutz der Tiere auf das Fleischessen und der Klimatarier analog verzichtet zum Schutz des Klimas eben auf, auch auf gewisse Speisen oder auf gewisse Mengen von Speisen. Also Unilever schreibt auf klimataria.com: In unserem CO2-Rechner kann die CO2-Bilanz von vielen Nahrungsmitteln berechnet werden. Als Richtwerk für den täglichen Gebrauch gilt, für die Zubereitung eines klimafreundlichen Essens sollte ein Wert von 4 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Portion nicht überschritten werden. Es wurden auch vor einigen Tagen so Listen herumgereicht, welche Nahrungsmittel besonders klimaschädlich wären. Und da wurde auch Butter genannt, da wurde auch Reis genannt. Und dementsprechend muss man damit rechnen, wenn man jetzt noch Butter oder Reis isst, dass man sich bald als Klimaverbrecher verantworten muss. Aber da, das ist noch nicht das, das Ende vom Lied. Es hatte, das hatte ich in meiner Klimapetition schon veröffentlicht, also Klimapetition.tk, hatte ein anderer Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut, jemand namens Dr. Matthias Heil, über die menschliche Atmung philosophiert. Und zwar: Die individuelle Lebensweise hat einen enormen Einfluss auf unseren CO2-Ausstoß. So gesehen hätte der kleine, unsportliche Typ, der sich nie bewegt, sondern den ganzen Tag auf dem Sofa liegt, die beste Klimabilanz. Das bedeutet zum Beispiel für mich, dass ich eine ziemlich schlechte Klimabilanz habe, nämlich ich bin nicht klein, ich bin nicht unsportlich, ich bewege mich und ich liege nicht den ganzen Tag auf dem Sofa. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ein Klimafeind. Und ja, und es geht noch weiter. Also bei businessinsider.de wurde am 16.09., also vor ein paar Tagen erst, ein Artikel veröffentlicht: Es gibt eine unfassbar einfache Lösung für den Klimawandel, die totgeschwiegen wird. Und Business Insider verrät uns dann diese unfassbar einfache Lösung. Die Rechnung ist einfach. Je mehr Menschen auf dem Planeten leben, desto mehr Ressourcen brauchen und verbrauchen wir, desto größer ist der Einfluss auf die Umwelt. Also was, wenn man dafür sorgt, dass nicht mehr so viele Kinder geboren werden? Was, wenn man Mittel zur Verfügung weltweit besser zugänglich macht? Ja, also warum hat es so lange gedauert, da auf diese unfassbar einfache Lösung nicht zu kommen? Nun ja, offensichtlich ist man bei Business Insider nicht auf die noch unfassbar einfachere Lösung gekommen, wie man die Geburt von Kindern verhindert, nämlich zum Beispiel durch Enthaltsamkeit. Also man braucht gar keine Verhütungsmittel oder man braucht erst recht keine Abtreibung. Nämlich ohne Sexualität, ohne Fortpflanzung, eben keine Fortpflanzung. Natürlich, Verhütung und Abtreibung sind unnatürliche, schwer sündhafte Handlungen und die gehen natürlich dann besonders in die Empfehlung ein. Gut, jetzt nochmal zum Thema Kirche, Papst und Klimawandel. Was hat das jetzt alles mit Kirche und Papst zu tun? Nun ja, zunächst einmal wird ja in den Nachrichten immer wieder behauptet, dass der Papst sich gegen den Klimawandel ausspricht, dass er sich für die Klimarettung ausspricht. Und jetzt eben werden also Klimarealisten als dumm und stur und blind von ihm da beschimpft. Das Ganze hängt mit dem Wesen dieser Gruppe von Franziskus dem I. zusammen. Nämlich diese Gruppe, deren sichtbares Oberhaupt eben Franziskus oder richtig Jorge Bergoglio ist, ist eben nicht die katholische Kirche. Und das ist das Entscheidende. Also
diese Gruppe von Vatikanum II, diese V2-Gruppe, die leugnet in ihren Grundsatztexten, also auch in dem Vatikanum II selbst, die katholische Lehre. Das heißt, wer sich zu der V2-Gruppe bekennt, wer Mitglied der V2-Gruppe ist, ist damit aus der katholischen Kirche ausgeschlossen. Und wenn Jorge jetzt mit dem Klimawandel hausieren geht, dann mag das natürlich auch ein Thema sein, womit er ein bisschen Publicity macht. Man kann es auch weitersehen. Also Jorge ist Rotarier. Der Klimawandel wird also insbesondere von Rotariern und ähnlichen Gruppen verbreitet. Ja? Also das passt alles sehr gut zusammen. Natürlich, in gewisser Weise macht sich Jorge auch lächerlich, wenn er den Klimawandel da propagiert. Nämlich, es gibt da offensichtlich eine ganze Menge Leute, die noch immer so viel Verstand besitzen, dass sie nicht an den Klimawandel glauben. Die schauen auf die Realität und sagen, nee, es gibt keinen Klimawandel. Also das ist Propaganda. Dieser Klimawandel ist, wie man jetzt hier immer deutlicher sieht, letztlich eine menschenfeindliche Geschichte. Ja, es ist eine Geschichte, aber sie ist auch eben menschenfeindlich, insofern, dass man sagt, ja, wir müssen uns einschränken, wir müssen den Wohlstand reduzieren. Ja, das, was zum Wohlstand des Menschen beiträgt, das gefährdet das Klima, also weniger Wohlstand für alle. Und möglichst sogar weniger Menschen. Möglichst mehr Verhütung oder warum nicht auch gleich Abtreibung. Gut, man kann natürlich jetzt hier noch weiter forschen. Wichtig ist natürlich, dass man sich wirklich über die Fakten informiert. Und das geht beim Klimawandel auch recht gut. Aber es geht in Hinsicht auf die katholische Religion, auf die katholische Lehre, auf die katholische Kirche noch viel, viel klarer, noch viel einfacher, noch viel besser, noch viel sicherer als bei der Klimalüge. Deswegen, es ist richtig, es ist wichtig, sich über den Klimawandel, über diese Klimageschichte, über die Klimalüge zu informieren und gegebenenfalls auch sich dagegen auszusprechen. Aber man darf dieses Auftreten von Jorge und seiner Kumpanen nicht gegen die Kirche wenden. Man darf nicht sagen, ja, die Kirche ist ja so dumm, die erzählt sowas vom Klimawandel. Das ist, dieses ganze Gerede von Jorge und so, ist kirchenfeindlich generell. Und auch seine Propaganda bezüglich Klimawandel ist kirchenfeindlich. Also das ist das eigentlich Entscheidende. Die Frage nach der wahren Kirche. Und die sollte man sich an erster Stelle stellen und das eine tun, das andere nicht lassen. Ja? Sich über die Fakten informieren, bei Klimawandel, bei Impfung, bei was auch immer. Aber immer eins als an erster Stelle setzen. Die Frage nach der wahren Religion.